Im September 2012 kam ein kleines Fragment eines antiken Papyrus an die Öffentlichkeit, das sich bis dahin in den Händen eines Sammlers befunden hatte. Professorin Karen King gab die Existenz des Papyrus während des Internationalen Kongresses für Koptologie in Rom bekannt. Sie und ihre Kollegin Annemarie Leyendijk nannten das Fragment das Evangelium der Frau Jesu, doch Professorin King spielte die Bedeutung des Namens herunter, um Proteste zu vermeiden, und kommentierte, dass dies nicht als Beweis dafür angesehen werden sollte, dass Jesus verheiratet gewesen war. Der Papyrus ist beidseitig beschrieben, aber nur eine Seite enthält 8 deutlich lesbare Zeilen, die 4x8 cm groß und mit schwarzer Tinte geschrieben sind. Die verwendete Sprache ist Koptisch aus dem Süden Ägyptens. Koptisch ist die Bezeichnung für die alte gesprochene Sprache der letzten Stufe des Altägyptischen. Außerdem enthält sie griechische Schriftzeichen. Ursprünglich wurde es als eine im 4. Jahrhundert angefertigte Übersetzung eines Evangeliums aus der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts angegeben, dessen Text auf Griechisch verfasst war. All dies hätte keine große Bedeutung gehabt, wäre da nicht die inhaltliche Relevanz des Textes, in dem die Frau Jesu erwähnt wird. Auf dem ersten Fragment des Papyrus steht: Jesus sagte zu ihnen: Meine Frau. An anderer Stelle auf dem Papyrus spricht Jesus zu seiner Mutter und seiner Frau. Außerdem diskutierten die Jünger untereinander, ob Maria würdig ist, und Jesus antwortet: Sie wird meine Jüngerin werden können. Dieser Text würde die Debatte darüber eröffnen, ob Frauen die Erlaubnis Jesu hatten, im Dienst des Glaubens zu stehen. Als dies veröffentlicht wurde, kam es natürlich zu einer großen Kontroverse und die Vatikanische Zeitung zögerte nicht, den Text direkt zu verurteilen und als falsch zu bezeichnen, ohne ihn überhaupt gesehen zu haben. Die römische Kurie war nicht bereit zuzugeben, dass Jesus verheiratet gewesen sein könnte und dass sich auch Frauen unter seinen Aposteln befunden haben mögen. Dabei wissen wir, dass dies auch in den apokryphen Evangelien erwähnt wird, den Texten, die die Kirche immer als unpassend zurückgewiesen hat. Die Anerkennung dieser Tatsache hätte enorme Auswirkungen, denn es gäbe für den Vatikan keine Ausrede mehr, Frauen aus den hohen Ämtern der Kirche auszuschließen oder ihren Mitgliedern das Zölibat aufzuzwingen. Dem Papyrustext folgend hatte Jesus Maria Magdalena ein Wissen anvertraut, das er den anderen Jüngern nicht mitgeteilt hatte. Und wenn er verheiratet war, dann musste Jesus gegen das Zölibat gewesen sein. Was würde mit dem Vatikan passieren, wenn die katholischen Gläubigen entdecken würden, dass die Kirche auf einer riesengroßen Lüge aufgebaut ist? Im Jahr 2014 wurde in den USA nach 2-jähriger Forschung eine Studie veröffentlicht, die zu dem Schluss kam, dass das Papyrus mehr als 1000 Jahre alt sein muss. Das Harvard Theological Review veröffentlichte die Untersuchung zur Datierung in 2 Artikeln. Nach einer Kohlenstoffprüfung, einer spektroskopischen Untersuchung der Tinte sowie einer umfassenden Analyse der Schriftzeichen und der Grammatik kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass das Alter des Papyrus-Fragments zwischen den Jahren 650 und 870 liegt. Die Harvard University teilte mit, dass viele Experten, darunter Roger S. Bucknell, Direktor des Institute for the Study of the Ancient World an der New York University, das Fragment aufgrund einer Analyse des Trägers und der Schrift für authentisch halten. Die Historikerin Karen King, Professorin in Harvard und Autorin des Artikels über den Papyrus, der in der Harvard Theological Review veröffentlicht wurde, kommentierte dies. Das Hauptthema des Fragments ist die Behauptung, dass Frauen, die Mütter und Ehefrauen sind, Jüngerin Jesu sein können. Etwas, das im frühen Christentum heftig diskutiert wurde. Nach Abschluss der Untersuchung wog King jedoch die Beweise für das Alter, Papyrusmerkmale, Schrift, Sprache und den historischen Kontext ab und kam zu dem Schluss, dass das Fragment mit ziemlicher Sicherheit ein frühchristliches Produkt und keine moderne Fälschung ist. Einer von denen, die seine Echtheit bestritten,
war Leo de Poit, ein Ägyptologe an der Brown University. De Poit erklärte gegenüber The Boston Globe, dass er trotz der Studienergebnisse seine Meinung nicht ändern werde und die Studie für eine Fälschung halte. Natürlich ist auch der Vatikan der Meinung, dass es sich bei diesem Text um eine Fälschung handelt, da er von der Bedeutung der Maria Magdalena für Jesus spricht, was der Vatikan niemals zugeben wird. Doch selbst wenn man den Inhalt des Papyrus ablehnt, kann man nicht die Existenz anderer Handschriften leugnen, die genau das Gleiche bestätigen. Dies ist der Fall bei den gnostischen Texten aus der Bibliothek von Nag Hammadi. Dort steht auf den Seiten 17 und 18 folgendes. Nachdem Maria dies alles gesagt hatte, schwieg sie, denn der Heiland hatte zu ihr gesprochen. Petrus antwortete, indem er dasselbe sagte und sie über den Heiland befragte. Hat der Erlöser wirklich ohne unser Wissen nicht öffentlich zu einer Frau gesprochen? Sollen wir umkehren und alle auf sie hören? Hat er sie uns gegenüber dermaßen bevorzugt? Da brach Maria in Tränen aus und sagte zu Petrus, Petrus, mein Bruder, was glaubst du denn? Glaubst du, ich habe dies selbst ersonnen in meinem Herzen oder dass ich über den Erlöser lüge? Da ergriff Levi das Wort und sagte zu Petrus, Petrus, du warst schon immer ein jähzorniger Mensch, wie du dich gegen eine Frau ereiferst, als wäre sie ein Gegner. Aber wenn der Erlöser sie würdig gemacht hat, wer bist du denn, dass du sie verstößt? Gewiss kennt sie der Erlöser ganz genau, deshalb hat er sie mehr geliebt als uns. Wir sollen uns vielmehr schämen und den vollkommenen Menschen anziehen, wie er uns aufgetragen hat, und das Evangelium predigen, ohne irgendeine andere Bestimmung oder ein anderes Gesetz zu erlassen, über das hinaus, was der Erlöser gesagt hat. In einem griechischen Fragment der apokryphen Evangelien kann man lesen, Levi sagt zu Petrus, wer bist du, dass du sie verachtest? Auf jeden Fall liebte er sie, als er sie sah, ohne Zweifel. Auf den Seiten 9 und 10 im Text der gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinensis heißt es unter Bezugnahme auf die Apostel. Sie aber waren betrübt und weinten bitterlich und sagten, wie sollen wir zu den Heiden gehen und das Evangelium vom Reich des Menschensohns verkündigen? Wenn sie keine Achtung vor ihm hatten, wie werden sie dann vor uns Achtung haben? Da stand Maria auf, grüßte alle und sagte zu ihren Brüdern, weint nicht und trauert nicht, zaudert nicht länger, denn seine Gnade wird auf euch alle herabkommen und euch beschützen. Petrus sagte, Maria, Schwester, wir wissen, dass der Erlöser dich über alle anderen Frauen geschätzt hat. Sag uns die Worte des Erlösers, an die du dich erinnerst, die du kennst und wir nicht. In diesen Texten wird deutlich, welche Bedeutung Maria Magdalena im Leben Jesus hatte und dass sie über allen anderen stand. Erinnern wir uns daran, wie auch Leonardo da Vinci in seinem berühmten Gemälde des letzten Abendmahls auf Maria Magdalena Bezug nimmt und sie an prominenter Stelle darstellt, als Hinweis auf die Bevorzugung Marias durch Jesus gegenüber den anderen Aposteln. Natürlich zeigt Leonardo es nicht offen, denn auch damals war dies ein Tabuthema. Zu dem Papyrusfragment können wir nur sagen, dass diejenigen, die seine Echtheit leugnen, weder eine Studie durchgeführt noch einen Beweis erbracht haben, sodass es etwas viel Mächtigeres gibt, das sie unterstützt, nämlich die große Macht des Vatikans, der niemals zulassen wird, dass jemand einen so kompromittierenden Text veröffentlicht. Auf diese Weise ist es ihnen gelungen, einen so wichtigen Befund zu verschleiern. Und es besteht natürlich kein Zweifel daran, dass dies nur ein winziger Ausschnitt dessen ist, was der Vatikan vor uns verbirgt. Die Vatikanstadt ist der kleinste unabhängige Staat der Welt, aber die Geheimnisse und Rätsel, die sich dahinter verbergen, nehmen ganz andere Ausmaße an. Der Heilige Stuhl ist vielleicht der undurchdringlichste Ort auf diesem Planeten.
Nur wenige haben vollständigen Zugang zu der Wahrheit, welche sich zwischen ihren Mauern verbirgt. Eine Wahrheit, die, wenn sie ans Licht käme, die Grundlage für alles, was wir heute wissen, zerstören würde. Auf unserer letzten Reise nach Italien konnten wir persönlich einige Hinweise auf die Geheimnisse bestaunen, die dort aufbewahrt werden. Wir beginnen unsere Rundreise auf dem Petersplatz. Dies ist eine der Haupteingänge, welche offen für den Personenverkehr ist und zur päpstlichen Basilika St. Peter führt, dem größten katholischen Tempel im Heiligen Stuhl. Wie wir bereits in früheren Videos erwähnt haben, ist der Petersdom zusammen mit den von den kolossalen Kolonnaden umgebenen Platz ein wichtiges symbolisches Element des Vatikans in Form eines Schlüssellochs. Aber wenn wir zu diesem Bild die Route der Via della Conciliazione und die Engelsburg mit ihren 5 Punkten hinzufügen, würde all dies zusammen das Abbild eines riesigen Schlüssels ergeben, der die immense Macht des Vatikans über den Rest der Welt darstellen würde. Zusätzlich zu der bestehenden Beziehung zu den Schlüsseln des heiligen Petrus und dem Wappen des Vatikans. Wenn wir zum Petersplatz zurückkehren, kann man erkennen, dass er mit 8 Linien, die von der Mitte ausgehen, markiert ist und eine Art 8-zackigen Stern bildet. Dieser Stern wird auch Salomonstern genannt. Dieses Symbol erscheint an der Decke der Kolonnaden, welche den Platz umgeben. Dazu sollte erwähnt werden, dass die Anlage der Basilika St. Peter ebenfalls 8-eckig ist. Der 8-zackige Stern ist ein geometrisches Muster, das von verschiedenen Kulturen mit unterschiedlichen Namen und verschiedenen Bedeutungen verwendet wird. Es wird durch die Vereinigung von 2 Quadraten gebildet und ist den esoterischen Strömungen zufolge ein Symbol für die Vereinigung von Himmel und Erde, was als eine Art dimensionales Tor betrachtet werden könnte, die es den Menschen oder Engeln ermöglichen würde, von einer Seite zur anderen zu gelangen. Die älteste Erwähnung des 8-zackigen Sterns bezieht sich auf die sumerische Göttin Inanna, und dies ist gleichermaßen die erste Verbindung mit dem alten Wissen des Orients. Erstaunlicherweise ist das zentrale Element des Petersplatzes ein Obelisk, einer der vielen, die aus Ägypten auf Schiffen transportiert wurden und dann an den verschiedensten strategischen Orten auf der ganzen Welt platziert wurden. Der vatikanische Obelisk ist 25,5 Meter hoch, sogar 41 Meter, wenn wir das Kreuz und das Podest, auf dem er steht, mit einbeziehen. Er wiegt 330 Tonnen. Und ist von den 8 ägyptischen Obelisken in Rom der einzige, an dessen Seiten Inschriften und Hieroglyphen fehlen. Dementsprechend ist seine Oberfläche komplett glatt. Nun stellt sich uns natürlich die Frage, zu welchem Zweck wurde dieser Platz gebaut? Ist es möglich, dass die vorhandene Symbolik genutzt wird, um geheimes Wissen zu verbergen? Oder wurde er vielleicht mit der Absicht gebaut, subtile Energien zu bewegen? Wenn wir den Bereich der Museen betreten, erkennen wir den immensen Reichtum, über den der Vatikan verfügt. Und das, obwohl wir nur das sehen, was sie uns zeigen möchten. In den Galerien der 40 Museen, die zusammen den Besucherteil des Vatikans bilden, befinden sich Stücke von unschätzbarem Wert aus fast jeder Periode der Geschichte. Man kann mehrere Tage damit verbringen, durch jede Ecke ihrer Räume zu gehen, um unzählige Stücke der Vergangenheit zu betrachten, die unter anderem der sumerischen oder ägyptischen Zeit entspringen. Außerdem umfassen die Räumlichkeiten eine sehr umfangreiche Sammlung von Werken, die sich mit der katholischen Religion befassen. Auffallend sind die Badewannen mit extrem glatt polierter Oberfläche aus Granit, sowie die riesigen Weihwasserbecken, die ganze Räume einnehmen und teilweise aus einem einzigen Block gefertigt wurden, um dieses perfekte Ergebnis zu erzielen. Aber die folgenden Elemente, die wir analysieren werden, befinden sich nicht in einem Gebäude, sondern sind Teil des Innenhofes des Museums. Genauer gesagt handelt es sich um die Elemente der sogenannten Cortile della Pigna, was auf Deutsch Hof des Pinienzapfens bedeutet. Über der prächtigen Doppeltreppe, im Werk von Michelangelo, befindet sich eine Ikone, die zu einer großen Debatte über ihre wahre Bedeutung geführt hat. Es handelt sich um einen fast 4 Meter hohen Bronzepinienzapfen, welcher in einer Kammer der Agrippa-Therme in Rom gefunden wurde.
Man vermutet, dass dieser Teil eines bereits verschwundenen Tempels gewesen sein könnte, der der Göttin Isis gewidmet war, welche sie mit den ägyptischen Traditionen verbinden würde. Tatsächlich befindet sich auf jeder Seite der großen Pinienzapfen je ein Bronze-V. Diese sind eine Kopie der Originale aus dem 2. Jahrhundert vor Christus, stehen sich gegenüber und sind mit dem Caduceus-Symbol von Hermes in Verbindung zu bringen. Wenn wir aber bedenken, dass der griechische Gott Hermes derselbe ist wie der ägyptische Gott Tod mit dem Ibiskopf, dann lässt sich leicht nachvollziehen, warum sie zwei V'en benutzt haben. Es handelt sich ganz klar um eine Anspielung auf Tod und die Symbolik des Caduceus oder Hermesstab. Zufällig befinden sich unterhalb der Pinienzapfen zwei Löwenstatuen aus dem Nildelta, die als eine Art Wächter dienen. Sie wurden aus einem Tempel, der dem Gott Tod gewidmet ist, mitgebracht. Die Symbolik des Pinienzapfens findet sich auch im griechischen Thyrsos wieder. Dieser ist vermutlich ägyptischen Ursprungs. Aber Pinienzapfen finden wir auch auf der ganzen Welt, in östlichen Tempeln, auf den Köpfen der Buddhas oder auch an vielen anderen Orten, wobei die ersten Hinweise der Pinienzapfen aus dem Sumer stammen. Die geflügelten Djinns werden vor dem Baum des Lebens dargestellt und halten einen Pinienzapfen in einer ihrer Hände. Dies ist der älteste Hinweis auf dieses heilige Symbol, dessen Bedeutung bis heute ein komplettes Rätsel bleibt. Für die Kirche ist dieses Symbol sicherlich wichtiger, als wir denken können, da der Ferula oder Hirtenstab der Päpste einen Pinienzapfen enthält. Im Christentum gilt die Pinie als Lebensbaum und ihre Zapfen gelten als Symbole der Auferstehung und der Unsterblichkeit. Für die Esoteriker steht der Pinienzapfen mit der Zirbeldrüse in Verbindung, welche sich in der Mitte des Gehirns zwischen den beiden Hemisphären befindet. Diese ist für die Prozesse verantwortlich, die über die physische Ebene hinausgehen, also eine Art Brücke, die das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verbindet. Aus diesem Grund wird sie als drittes Auge bezeichnet. Außerdem verfügt sie über Photorezeptoren, wie ein zusätzliches Auge. Fast alle Wirbeltierarten haben eine Zirbeldrüse. Merkwürdigerweise ist sie bei Amphibien und Reptilien besser sichtbar. Auf der anderen Seite könnte sie mit dem letzten Element, welches wir analysieren werden, in Verbindung gebracht werden. Dieses befindet sich ebenfalls im Hof des Pinienzapfens, genauer gesagt davor. Im Laufe der Jahrhunderte wurde dieser Innenhof unzähligen Veränderungen unterzogen, die absolut nicht mit dem harmonieren, was sich heute in der Mitte des Gartens befindet. 1990 wurde an der Kreuzung des Innenhofes eine vergoldete Bronzeskulptur nach dem Entwurf des italienischen Bildhauers Arnaldo Pomodoro errichtet, welche aus zwei ineinander verschachtelten Metallkugeln besteht. Die Skulptur hat einen Durchmesser von 4 Metern, ist eine von vielen in der Welt verteilten, aus der Sammlung von Arnaldo Pomodoros. Das Merkwürdige an dem Denkmal ist, dass es auf den ersten Blick wie ein Auge aussieht, aber eben nicht wie ein menschliches, sondern wie das eines Reptils oder einer Amphibie. Um dies zu vertiefen, müssen wir die doppelte Bedeutung des Entwurfs des Vatikanischen Audienzsaals erwähnen, den Paul VI. Bauen ließ. Dort finden bis heute wichtige Versammlungen der Bischofssynode statt. Sie sieht von außen bereits aus wie ein Schlangenkopf. Detailreicher wird es dann im Inneren. Man kann die Linien des Kopfes einer Schlange erkennen. Die Fenster bilden ihre schlitzförmigen Augen. Und auf der Bühne, unmittelbar vor den Augen des Zuschauers, öffnet sich ein Mund, dessen zwei Säulen die spitzen Reißzähne des Tieres darstellen. Darüber hinaus könnte der Korridor als eine Art lange Zunge gesehen werden, die aus dem Mund kommt. Die Gesamtperspektive bietet ein Schlangenbild, welches natürlich nicht zufällig so gestaltet wurde. Alles hat eine Bedeutung, was der Öffentlichkeit in den meisten Fällen nicht bewusst wird. Die Wahrheit ist, dass wir im gesamten Komplex eine Vielzahl von Bildern gefunden haben, welche sich in irgendeiner Art und Weise auf Reptilienwesen beziehen, sowohl Schlangen als auch Drachen. Nicht außer Betracht lassen sollte man in diesem Zusammenhang die Kleidung des Papstes, welche aus der Tradition und der Verehrung Oannes, dem Menschenfisch, stammt. Oannes ist einer der sieben Abgal, auch weiser Herr, der als amphibisches Wesen gilt,
welches den Menschen in verschiedenen Disziplinen unterrichtete, lange bevor die große Flut eintrat. Deshalb stehen wir vor ganz konkreten Symbolen, die zeigen, dass die Ursprünge der Kirche dunkler und unbekannter sind, als wir glauben. Wir zweifeln nicht daran, dass eines Tages all dies ans Licht kommen wird.